Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge der Kraftwerkserie. Ja, ich schiebe eine nach, denn es hat Gespräche gegeben und Gesprächsbedarf hat es gehabt, sodass ich nochmal etwas zum Thema Krankenheilung machen möchte. Denn es ist ja bei mir und bei euch wahrscheinlich auch so, dass immer wieder Leute kommen und wünschen, dass wir für ihre Gesundheit beten bzw. gegen ihre Krankheit beten. Sie sind krank geworden und dann schickt man ein WhatsApp oder was auch immer und sagt, Mensch, betet für mich, ich möchte wieder gesund werden. Und für mich stellt sich die Frage, macht das Sinn? Denn ich möchte mit auch für Gebet nicht die Zeit versplempern, wenn es sinnlos ist. Die Frage des Sinns und ist das überhaupt ein Weg, den Gott benutzt? Und ich habe mich da ein bisschen reingekniet, glaubt mir, Freunde. Es gibt da so einige Überlegungen und ich schaue mir die Schrift an und wie Jesus gewirkt hat. Und muss feststellen, Jesus hatte drei verschiedene Arten, wie er Menschen zur Heilung verhalf und ihr Leben wiederherstellte. Er hatte drei verschiedene, grundlegend unterschiedliche Vorgehensweisen. Drei verschiedene. Die erste Vorgehensweise war körperliche Berührung. Also ich schreibe das mal hier auf. Erstens Berührung. Er legte manchen die Hände auf oder fasste sie bei der Hand oder machte einen Speichel mit seinem Mundschleim. Er schaffte körperliche Berührung zwischen sich und dem Kranken. Er legte Hände auf, zum Beispiel. Und durch dieses Berühren ist diese Kraft Gottes, die in ihm war, hat die was bei dem Bedürftigen gewirkt. Es heißt zum Beispiel, dass die Leute ihn alle anfassen wollten, denn es ging von ihm Kraft aus. Sie wollten diese Berührung haben, die Leben wiederherstellt. Und er hatte sie gebraucht auch dafür. Das ist der erste Weg, den Jesus gebraucht hat, damit Menschen wieder heil wurden. Er hat mit dem Heiligen Geist, der in ihm war, ihnen Berührung geschenkt, sodass der Geist auf dem anderen wirken konnte. Der zweite Weg der Wiederherstellung und Heilung war, dass er etwas gesehen hat, etwas erkannt hat und den Leuten Anweisungen gegeben hat, es umzusetzen. Ich nenne diesen Weg, hat mit der Gabe der Erkenntnis zu tun. Er hat im Prinzip gesehen, was Gott im Verborgenen vorbereitet hat und hat die Leute diesen Weg gehen lassen, damit sie dann heil wurden. Es gab zum Beispiel in der Bibel die Geschichte von Aussätzigen, also Leprakranken. Und er macht nichts mit ihnen. Er legt ihnen nicht die Hände auf, er macht keinen Speichelbrei oder sonst etwas, sondern er sagt einfach nur, geht zum Priester und zeigt euch als geheilt. Und sie ziehen los und auf dem Weg wurden sie heil. Oder er sagt dem Petrus, geh an den See und fisch, als sie in finanziellen Schwierigkeiten waren. Und so fischte er einen Fisch mit einem Goldstück im Mund. Jesus konnte aus der Gabe, aus einer prophetischen Gabe der Erkenntnis heraus Dinge erkennen, die Gott vorbereitet hat und schickte die Menschen diesen Weg zu gehen. Und sie wurden dann heil. Das ist der zweite Weg. Ohne Berührung, einfach nur prophetische Anweisung geben. Der dritte Weg, den Jesus gebraucht hat, um Menschen wiederherzustellen, aber wir müssen noch aufschreiben, dass wir ein bisschen ordentlich bleiben, ne? Zweitens, Prophetie. Der dritte Weg der Heilung und Wiederherstellung war der Weg, finstere Mächte fortzuweisen, Ketten zu lösen, Bindungen zu lösen, übernatürlich zu erkennen, dass da jetzt zum Beispiel ein Dämon in einem Menschen ist oder dass jemand durch Dämonen und unsichtbare Mächte gebunden gehalten wird und diese dann freizumachen. Diese drei Wege hat Jesus gebraucht. Und bei all diesen drei Wegen, diesen grundsätzlich unterschiedlichen Dingen, war Begegnung notwendig. Bei dem einen war es so, dass er dem Bedürftigen die Hände auflegte oder ähnlich. Bei dem Weg des Glaubens hat er auch schon mal andere Wege gemacht.
dass es aus der Distanz jemand geheilt wurde, weil der Vater des Kindes den Weg des Glaubens gegangen ist. Aber es war immer Begegnung. Auch bei den finsteren Mächten lösen war Begegnung vorhanden. Er hat sich vor den Besessenen gestellt und dann den Dämon fortgewiesen. Und deswegen möchte ich euch ganz klar ans Herz legen, wenn ihr den Wunsch habt, heil zu werden, oder jemand zu euch kommt mit diesem Wunsch, macht doch mal, schafft Begegnung. Du kannst keine Kraft Gottes übertragen auf jemand anderes, wenn es keine Begegnung, kein Handauflegen und nichts gibt. Du kannst keinen Dämon rausweisen, wenn du nicht mit der Person in einem Raum bist. Das ist unmöglich. Genau. Und deswegen ist es für mich, ich versuche, wenn solche Wünsche zu mir kommen, nach Gebet immer zu antworten, per WhatsApp oder sonst wie, dann gibt es eine Möglichkeit, dass wir uns treffen. Ich würde gerne persönlich mit dir beten und nicht aus der Distanz, weil ich habe noch keine Heilung erwirkt und oder gefördert durch ein Distanzgebet und auch noch niemand zur Befreiung geführt durch ein Distanzgebet. Man kann Menschen, denke ich, zu einer Bekehrung führen im Distanzgebet, aber nicht zu Heilung und Wiederherstellung. Und es gibt in unseren Tagen einen vierten Weg der Heilung. Der ist erst möglich geworden, nachdem die Gläubigen mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Das ist der vierte Weg, das ist nämlich der innere Heilungsweg. Also der dritte war Befreiung. Und der vierte, der neue, ist die innere Heilung. Die hat damit zu tun, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass der Heilige Geist in uns sein Werk tut und dass der Heilige Geist in uns eine maximale Entfaltung braucht dafür. Das ist nämlich der Punkt. Der Heilige Geist in uns kann gering ausfallen und er kann maximal ausfallen, dass es einem zu den Ohren rausquillt. Und wenn wir Wiederherstellung und Heilung benötigen, wenn wir möchten, dass der Heilige Geist in uns sein Werk tut, braucht es die maximale Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sein Wirken in uns. Das wäre jetzt viel zu umfangreich, das jetzt zu erklären, wie das funktioniert, dann wird der Video wahrscheinlich jetzt eine Stunde dauern, aber es ist möglich und ich habe schon ganz viel drüber gesagt und deswegen lade ich dich dann ein, wenn dich das betrifft, schau doch bei mir auf dem Blog weiter nach, da ist so viel Material, was um innere Heilung durch die Kraft des Geistes in uns, da steht so viel und ich habe so viel dazu erzählt, da könntet ihr weiterkommen und sonst schreibt einfach in die Kommentare rein, ich werde, wenn es weitestgehend möglich ist, drauf eingehen. Also, ciao für heute, euer Frank.